Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Stream on Tape hier auf GenX Reloaded. Und ja, es ist schon wieder soweit. Der letzte ist ja noch gar nicht so lange her. Aber da ich ja mit Mass Effect überraschenderweise doch relativ schnell durch bin, zumindest mit der Hauptstory, und das ist ja irgendwo das Wichtige, fehlt jetzt natürlich ein Tag, bevor ich dann mit meinem nächsten Spiel weitermache. Bis Samstag dann. Und da habe ich gedacht, ja, machst du halt noch einen Stream on Tape. Bei der Gelegenheit möchte ich mich nochmal für mein letztes Stream on Tape entschuldigen, dass das wirklich sehr... Eigentlich sollte das nicht so spartanisch sein von der Aufmachung. Aber ich habe ja auch schon... Es steht ja auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise in dem ersten Kommentar. Ich habe es auch bei Twitter kurz angesprochen, dass ich hatte halt Trailer drin. In dem Stream on Tape, logischerweise. Normalerweise ist das dann relativ normal, dass man dann halt Urheberrecht Nachrichten bekommt. Also, das sind ja nicht wirklich Verstöße, weil es meldet halt nur jemand an, also der Urheber meldet halt an, dass das seine Trailer sind. Aber in den meisten Fällen steht das dann dabei, dass die Urheber dass sie das halt erlauben, dass das in YouTube genutzt wird. Aber eine große Firma, von der ich mehrere Trailer drin hatte in dem Video, die sperren die Videos dann sofort. Also, ja. Und ich hätte jetzt rausnehmen können oder halt blurren können, aber dann wäre halt auch der Ton weg, was blödsinnig ist, weil alle Trailer, die ich in dem Video eingebaut habe, sind ja logischerweise eh ohne Ton. So, das heißt, der andere Ton wäre dann weg. Man würde mich nicht mehr hören. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil der eine Trailer geht, glaube ich, auch knapp 2 Minuten oder so. Und ich rede ja logischerweise die ganze Zeit, weil wir den Trailer im Prinzip ja nur als Hintergrund laufen haben. Und das wäre dann natürlich ein bisschen doof. Deswegen musste ich das dann eben neu zusammenschneiden. Und da das aber schon recht spät war, habe ich dann halt einfach nur noch die Tonspur genommen und das Hintergrundbild. Und ja, gib ihm. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser klappt. Aber kriegen wir schon hin. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Kommen wir zum Thema. Und natürlich, ich habe lange nicht mehr drüber gesprochen. Muss das auch mal wieder sein. Reden wir über Superman. Und zwar logischerweise über Superman Legacy, dem DCEU Reboot. Oder... Ja, neue Main-Storyline, kann man das so nennen, weil das andere soll ja teilweise noch weiterlaufen. Peacemaker, die zweite Staffel, die fangen ja auch jetzt an zu drehen. Oder sind angefangen zu drehen. Und ja, Peacemaker spielt ja aber noch so gesehen in dem alten DCU. DCEU, wie auch immer man das nennen möchte. Hatte ich zumindest so verstanden. Ich habe die Serie leider noch nicht gesehen, weil die bisher hier nirgends so großartig lief. Außer auf RTL Plus, glaube ich sogar, war das. Oder Join. Also die konnte man hier schon sehen. Aber ich habe sie noch nicht gesehen, weil ich gucke mir die auch lieber auf Englisch an. Also im Original. Alleine bei der Serie, weil John Cena da spricht. Und ich kenne John Cena eigentlich nur als englischsprachig. Nur englischsprachig, sage ich mal. Weil... ich ihn halt in erster Linie als Wrestler kenne und das gucke ich logischerweise auch auf Englisch. Und daher, und das kann man glaube ich bei RTL Plus oder so nicht. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall noch angucken, weil die Serie soll ja ganz lustig gewesen sein. Peacemaker hat mir auch in dem Suicide Squad, also der Charakter Peacemaker hat mir auch im Suicide Squad gut gefallen. Ja, werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Aber... das soll ja mit diesem neuen, mit der neuen Zeitlinie bei DC nichts mehr zu tun haben. Ja, deswegen muss man gucken. Genau, und nachdem ja nun auch schon einige Schauspieler bekannt geworden sind und auch noch weitere dazugekommen sind, ja. Genau, logischerweise David Corenswet als Clark Kent, Superman Kal-El,
Rachel Brosnahan als Lois Lane, Nathan Fillion als Guy Gardner, Green Lantern, Isabella Merced als Hawkgirl, Eddie Gaethje als Mr. Terrific und dazu dann Sean Gunn, der Bruder von James, der spielt ja, ich glaube, also ich habe glaube ich noch keinen James Gunn-Film gesehen, wo er nicht mitspielt. Spielt Maxwell Lord, Maria Gabriela De Faria als Angela Spether, The Engineer, Terence Rosenmore als Otis, den vielleicht einige Zuschauer von früher vielleicht aus den ja aus den Christopher Reeve Superman aus den 80ern kennen, da gab es den Charakter Otis auch. Das war der Assistent, beziehungsweise er der ja schon irgendwo der Assistent, der Mitläufer von Lex Luthor. Millie Alcock wurde als vor kurzem als Supergirl gecastet und ja. Ich kenne einige der Schauspieler gar nicht. Genau, Wendell Pierce ist noch als Perry White dabei. Sarah Sampaio als Eve Taschmaker. Eve, also Frau Taschmaker. Ich weiß gar nicht, wie die, ob die einen Vornamen hatte damals. Mit den Comics kennt man sie ja logischerweise, aber die später gab es auch schon in den 1980ern bzw. 70ern Superman. War sie die Assistentin, die Sekretärin von Lex Luthor. Und Anthony Kerrigan wird als Metamorpho in dem Film dabei sein. Also da muss man dann natürlich gucken, wie man die ganzen Charaktere da einbaut, beziehungsweise einige werden auch nur, so wie Perry White wird jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt eine Riesenrolle in dem Film spielen wird, genauso wenig wie Frau Teschmaker oder so. Und ja, für einige ist es vielleicht auch nur der Aufbau für spätere Sachen, soll noch wesentlich mehr kommen. Und darum soll es ja auch eigentlich gar nicht gehen, denn noch viel wichtiger, es wurde jetzt endlich offiziell von James Gunn, dass ein erstes Bild vom Kostüm, vom neuen Kostüm von Superman gezeigt. Und ja, was als erstes auffällt, ist, die Unterhosen, die roten Unterhosen über dem Anzug sind wieder da. Und auch wenn das natürlich der Superman ist, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens, sag ich mal, verbracht habe, weil der ohne den Trunks, also ohne die Unterhose, den Superman kam er ja erst später. Und obwohl ich das halt, vor allen Dingen früher aus meiner Comic-Zeit und so, natürlich nur den Superman kenne, mit Unterhose über dem Anzug, hätte ich persönlich darauf verzichten können. Ich weiß, viele haben sich das vielleicht sogar auch irgendwo gewünscht. Aber ich weiß, es sieht halt einfach, es ist halt einfach, in meinen Augen ist es eben nicht mehr, ist es nicht mehr zeitgemäß. Also es sieht, weiß ich nicht, man sieht auf dem Bild natürlich noch nicht viel, weil er halt sitzt und sich seine Stiefel anzieht. Aber ich finde halt, dass mit den Unter, das, und dann noch so eine alte Opa geschnitten, Badehose mäßig, sieht halt einfach nicht gut aus. Das ist, wie ich gerade schon sagte, ich persönlich finde das nicht mehr zeitgemäß. Also weiß ich nicht. Muss man gucken. Ja. Es ist jetzt nichts, woran ich mich aufhängen möchte. Das wird jetzt nicht den Film für mich im Endeffekt nicht besser oder schlechter machen, ob er jetzt eine Unterhose über dem Anzug trägt oder nicht. Das ist halt rein optisch und reiner Geschmack. Ja, wie gesagt, ich hätte darauf verzichten können, aber es wird mich jetzt wahrscheinlich auch nicht umbringen, denke ich. Ansonsten ist es so ein, der Anzug, so ein Mischmasch, also soweit man halt erkennen kann, so ein bisschen so von der Art her, von dem, was wie der Anzug aussieht, ist, sieht das ein bisschen aus wie der Superman aus dem New 52 Reboot. Und das Logo erinnert ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es erinnert schon sehr an das von All-Star Superman, ist das, glaube ich.
Auch da muss ich auch wieder sagen, und ich will wirklich nicht die ganze Zeit meckern. Auch das gefällt mir nicht wirklich. Ich weiß ich nicht. Es ist besser, als das hätte er jetzt das Klassische aus den 70er-Filmen geholt, weil das gefällt mir noch weniger. Aber ich werde da schon relativ schnell mit, jetzt wo ich dann mir das Bild habe, mir das Bild natürlich schon ein bisschen genauer angeguckt und so. Man gewöhnt sich relativ, also ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt und ja, wie gesagt, das ist nicht meine Lieblings. Version von dem Logo, aber auch hier wieder, es ist halt nur rein optisch. Es wird für die Qualität des Films keinen Ausschlag haben. Und deswegen ist es natürlich relativ. Aber wir haben ja natürlich jetzt nur das Optische und danach können wir jetzt gehen. Müssen wir jetzt gehen. Ansonsten natürlich ganz klassisch, rote Stiefel, blauer Anzug, roter Umhang. Sieht auch ein bisschen schon ein bisschen abgewetzt aus, der Anzug. So ein bisschen, finde ich. So dieses am Arm und auf dem Logo, so schwarze. Oder das Licht am Licht, das kann natürlich auch sein. So, was bei dem Bild natürlich noch interessant ist, ist der Hintergrund. Ich denke mal, dass wir Metropolis sehen. Und darüber irgendein, ja, keine Ahnung, Planet, Raumstation, Raumschiff, die darum schießt. Und ich finde das Bild schon irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob es im Endeffekt überhaupt noch irgendwas mit dem Film zu tun hat oder ob das jetzt nur irgendwie so ein Promo-Bild ist. Denn man muss jetzt ja schon irgendwie. Also. Weiß ich nicht. Also. Clark wirkt da jetzt nicht unbedingt, als hätte er es sonderlich eilig. Da bin ich natürlich gespannt, was da die Erklärung für ist. Ja. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt Superman. Ne? Da kann man nicht viel mit falsch machen. Ich mag das Superman-Kostüm. Das sind halt die ein, zwei Sachen, die mich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, stören. Also minimal. Es ist jetzt nichts, was mich jetzt großartig abfuckt oder so. Oder ich jetzt sage, mir persönlich gefällt es nicht. Und ich sage es gerne jetzt auch noch zum 10. Mal. Das ist natürlich persönlicher Geschmack. Also vielen anderen wird es gefallen. Und das ist auch völlig gut so. Ich würde auch nicht zu jemandem sagen, ja, wie kann es dir nur gefallen? Das geht ja gar nicht. Hast ja keinen Geschmack oder so. Das ist sehr Blödsinn. Ne? Weil, wie gesagt. Und solange ich auf das Foto gucke, ich habe das jetzt hier logischerweise vor mir. Ja, man wird relativ schnell warm mit dem Kostüm. Wie sich das nachher mit der Unterhose, das muss man noch abwarten, wie sich das dann herausstellt, wie das wirkt. Ich kann es mir halt im Jahre 2024 bzw. 25 kommt der Film raus. Ich kann es mir halt nicht mehr vorstellen, dass das noch irgendwie, das wirkt halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen wie bei Asuka, wo das auch aussieht, als wenn die über ihrem langen beinigen Ringkostüm noch einen Stringtanger getragen hat, das sie trägt. Das sieht halt einfach kacke aus. Entschuldigung, dass ich das so, oder nicht so gut. Kacke ist halt auch immer relativ. Ansonsten, man sieht natürlich jetzt nicht so viel, weil auf dem Bild, weil Clark auch nach unten guckt. So mehr oder weniger, weil er sich halt die Stiefel anzieht. Aber ansonsten gefällt der Look mir schon sehr. Also auch so das Gesamte. Vor allen Dingen hat er, da gibt es ja auch noch andere Bilder. Hat er ja auch mächtig an Körpermasse zugenommen. Das sieht man ja an dem Bild auch. An den Arm, er für Bizeps aufgebaut hat. An den Arm. Ja, also das passt schon ganz gut. Und die Frage, die sich man natürlich auch dann als nächstes stellt, nachdem dass man das alles so weit verarbeitet hat mit dem Logo und der Unterhose, ist natürlich, wer das da hinten ist oder was das da hinten ist. Ist das vielleicht ein Raumschiff? Und da gibt es einige bei Comicbookmovie.com, schaue ich ja meistens nach News und so. Und die haben einige Vorschläge, wer das sein könnte oder einige Ideen.
Und die würde ich auch mal kurz durchgehen. Und dann können wir ja gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. So, da wäre zum Beispiel als erster Vorschlag Sun Eater. Und Sun Eater kommt aus den All-Star Superman Comics. Und kommt aus der Festung der Einsamkeit, also aus Supermans Zufluchtsort. Und war so ein bisschen, so steht das hier, so ein bisschen was wie ein, wie ein Haustier für Superman. Aber ein sehr mächtiges, da ist halt, wie der Name schon sagt, ja, Sonnen verspeist. Und das ist natürlich scheiße schlecht, weil wir in einem Sonnensystem, also ne, logischerweise leben. Und da kommt dann nachher noch ein anderer Villain, sag ich jetzt mal, Solaris, der hat da wohl irgendwie mit zu tun, dass Sun Eater dann natürlich die ja, kommt dann halt zur Hilfe, als Solaris die Erde kaputt machen will. Solaris ist nämlich auch ein aus All-Star Superman. Ja, wie soll man das erklären? Also es ist halt eine künstliche, eine artificial, ein, ja, wie soll man das sagen? Ein artificial Solar Computer, also ein solarbetriebener Roboter, der zusammen mit Lex Luthor arbeitet, um Superman zu entmachten, also nicht zu entmachten, das ist die falsche Übersetzung. Ja, eher die Kraft zu nehmen, indem man halt die Sonne, die unsere Sonne, unsere gelbe Sonne rot macht. Ja. Und das will Superman natürlich verhindern. Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Comics nicht, ich muss das hier eben kurz lesen. Und das könnte natürlich eine Alternative sein. Eine Erklärung für den Gegner, den wir sehen. Dann gibt es noch War World. Das ist halt ja, eine Art Raumschiff, aber schon größer halt. Also eher wie ein Planet. Und gehört, und War World ist eine Raumstation, wie auch immer, von Mongul, der die ganze Welt übernehmen möchte, also das ganze Universum übernehmen möchte, die ganzen Universen. Und ja, logischerweise lässt auch da Superman das nicht einfach so auf sich sitzen. Ja, das wäre eine Alternative. Dann haben wir noch Brainiac Schiff. Ja, die Brainiac, bekanntlich einer der größten Gegner. Und auch der bekanntesten Gegner von Superman, der spielt ja auch in Suicide Squad, in dem Computerspiel, was vor kurzem rausgekommen ist, die Hauptrolle, also als Haupt-Main-Villain. Und der hat halt auch so riesige Raumschiffe, die dann über der Stadt schweben. Es könnte natürlich aber auch was komplett Neues sein, oder wie ich gerade schon sagte, dass es wirklich nur einfach ein Promobild ist und mit dem fertigen Film im Prinzip gar nichts zu tun hat. Und ja, gerade, Entschuldigung, wie meine Rumstotterei, aber ich habe die Comics von Solaris oder mit Solaris und Sun Eater nicht gelesen, deswegen musste ich selber hier schnell lesen, um was es da ging. Aber das wird ja auch nicht großartig erklärt. Das sind halt einfach nur, ja, man macht sich ja natürlich seine Gedanken, seine Theorien, wer das sein könnte. Und ja.
Das mit der roten Sonne, auch wenn es im Hintergrund eher pink aussieht, das mit der roten Sonne, dass die, beziehungsweise das ist das rote Kryptonit, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt gerade wie die rote Sonne wirkt. Ist das das, was ihm die Kraft wegnimmt? Weil rotes Kryptonit zum Beispiel sorgt ja gerne mal dafür, dass es bei Superman zu einer Art Charakterveränderung kommt. So bei Smallville vielleicht noch das aktuellste Beispiel, wo man das vielleicht gesehen haben könnte, obwohl das ja auch schon 20 Jahre zurückliegt. Da wurde er dann, weil Clark war logischerweise immer ein sehr freundlicher, netter, hilfsbereiter, zuvorkommender Mensch. Aber sobald er, wenn er mit diesem roten Kryptonit irgendwie unter Einfluss dieses roten Kryptonits war, wurde er halt ein kleines Arschloch, um das mal so zu sagen. So, das würde hier passen, weil er wirkt auf dem, vielleicht bilde ich das auch, oder beziehungsweise sehe ich das auch nur falsch oder macht er mir die falschen Gedanken, weil er sieht hier schon relativ, auf dem Bild schon relativ, naja, unbekümmert aus. So. Ne, wenn man bedenkt, da hinterm Hintergrund ist ein Riesending, was auf meine Stadt schießt. Also da würde ich mir dann doch schon eine etwas andere Reaktion wünschen. Na, und nicht da, ja, ich sitze hier und bequem meine Stiefel an. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also, puh. Ich bin gespannt. Auch wenn ich immer noch irgendwo im Hinterkopf habe, dass das vielleicht jetzt einfach nur war, um das Bild zu zeigen oder um nicht den richtigen Hintergrund zu zeigen, weil das vielleicht zu viel vom Film schon spoilern würde, was weiß ich, dass das jetzt einfach nur irgendwas ist, damit im Hintergrund was ist. Obwohl das natürlich mit den Reflexionen auf dem Boden und der Wand, aber das kann man ja schnell dazu rein editieren, das ist ja nicht so das Problem. Aber ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt auf den Film. Wirklich sehr. Das sage ich ja schon seitdem bekannt ist, dass es da was Neues gibt. Dass ich mich da auch sehr drauf freue, weil ich bin halt riesen Superman-Fan. Auch wenn ich ja schon mal gesagt habe, dass ich hier schon seit längerer Zeit keine aktuellen Comics mehr gelesen habe. So dass ich bei der aktuellen Timeline von Superman wirklich nicht auf dem Stand bin. Was aber ja nicht schlimm ist, weil so wie das aussieht und so wie James Gunn ja in den Interviews auch schon gesagt hat, wie der sich eh an schon eher ältere Vorlagen halten. Ja. Auch wenn jetzt All-Star Superman ne, natürlich noch nicht so mega alt ist, aber das sind auch schon über 10 Jahre. Und 13 Jahre sogar schon. Ja. Was ich natürlich, weil wo man immer, oder ich und vielleicht andere auch, so ein bisschen leicht Bedenken hat, ist, wenn man liest, wie viele Leute schon gecastet wurden. Aber wie ich ja anfangs schon sagte, bedeutet das ja nur, dass die für den Film gecastet sind, also dass die da mitspielen für diese Rollen. Aber es sagt ja nichts über deren Rolle aus, also was für eine Rolle die in dem Film spielen. Mag ja auch sein, wie ich ja gerade schon sagte, die Touchmaker ist halt eine Assistentin, Schrägstrich Sekretärin von Lex. Und es kann ja sein, dass sie einfach nur einmal kurz durchs Bild läuft oder nur einen Satz sagt oder so. Oder, na, und dann für spätere Projekte noch eine Rolle spielen. Vor allen Dingen auch Leute wie Green Lantern und Metamorpho und so, man, da weiß ja nicht, ob die jetzt schon in dem einen Film schon eine Riesenrolle spielen würden. Man muss ja nämlich auch immer bedenken, wie lange soll der Film gehen. Also ich persönlich, mir ist das egal, ich habe auch kein Problem damit, mir einen 3-Stunden-Superman-Film anzugucken. Stört mich nicht. aber ich weiß es nicht. Ich habe mal gehört vor einiger Zeit, dass es ja eher wieder dazu geht,
kürzere Filme zu drehen heutzutage, was mir aber, wenn ich mir die Laufzeiten der Filme heutzutage angucke, nicht wirklich bestätigen kann. Die im Gegenteil, so. Weiß ich nicht. Natürlich gibt es immer noch so, die diese klassische Länge haben, diese 90 Minuten, etwas über 90 Minuten Filme, aber das sind dann halt meistens auch irgendwelche Horrorfilme oder so. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, die drei Guardians of the Galaxy Filme von James Gunn gingen auch alle über 2 Stunden. Und ich denke, der Film wird auch so seine 2, 2,5 Stunden gehen. Also hoffe ich. Ja. Genau, gut. Dann würde mich jetzt interessieren, was ihr von dem neuen Kostüm haltet, oder zumindest das, was man bisher da sehen kann. Was ihr euch von dem Film versprecht, was ihr euch erwünscht oder wünscht von dem Film. Und ja. Wie sind überhaupt eure, wie ist euer Vertrauen in James Gunn? Glaubt ihr, er kriegt das hin mit dem DCEU? Oder könnte das vielleicht doch ein bisschen viel für ihn sein? Weil es ja, andere Leute sind jetzt auch schon gescheitert, mehr als einmal. Ja, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich ab und zu wieder ein bisschen stammel, aber das ist halt immer improvisiert. Und ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, was ja auch vorkommt, was ich auch an meinem letzten Stream und Tape gesehen habe, dann weiß ich nicht, seid doch bitte so fair und schreibt, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht sind das Sachen, die man ändern kann. Na, wie gesagt, ich möchte mich ja verbessern. Und okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre super nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.